Die erfolgreichste Traktormarke 2020 in Deutschland. Das ist bekanntermaßen Fendt. Die Hightech-Maschinen sind perfekt auf die Bedingungen im Feld ausgelegt. Ohne starke Auslastung aber rechnen sich solche teuren Maschinen kaum. Auch im Bereich der Forst- und Kommunalmaschinen ist das heute der Fall. Die Firma Werner Forst hat sich diesem Problem angenommen. Eine Universalmaschine für all diese Einsatzbereiche sollte entstehen. Das Ergebnis? Der Fendt Vario. Im Laufe der Zeit ergaben sich viele Einsatzmöglichkeiten des Varios. Silowalzen, Pflügen, Forstmulchen oder Gräben ausheben. Das Unternehmen kauft Traktoren der Baureihe 700 Vario auf. Von Markt Oberdorf aus machen sie sich auf den Weg nach Trier. Dort werden sie nach Kundenwunsch umgebaut. Ein Unterbodenschutz, Verstärkungen der Hydraulikanlage, ballastierbare Wasserbereifung, Forstschutzrahmen, Doppeltrommelseilwinde, Mähausleger oder ein Palfinger Forstkran. Nur wenige der vielen möglichen Ausstattungsvarianten. Das Herzstück aber ist die Fahrerplattform. Mit Standardkabine muss sich der Fahrer beim Mäh- oder Waldarbeiten praktisch den ganzen Tag verrenken. Auch nehmen die Seitenholme meistens die Sicht. Werner baut deshalb seine 270 Grad Drehkabine auf. Dabei wurden alle Bedienelemente des Varios beibehalten. Wenn ihr weitere Videos über spannende Landmaschinen sehen möchtet, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir freuen uns über euer Abo oder einen Daumen nach oben.